Ja, kann man. Sehr gut. So ist das toll. Mit den Wasser-Dreirädern. Ist schon doof. Okay, ne, wie schaut's aus? Oh lol, haben wir gut. Hier. 30.000. Wie viel Verkehrswert haben wir? Über 30.000. Das ist gut. Hätte nicht gedacht, dass die Ruderboote tatsächlich so gut ankommen. Dass es halt immer so kurz dunkel wird, ist halt auch etwas ätzend. Okay, gut. Eine andere Sache. Haben wir schon andere Bahnen? Nein, haben wir nicht. Wir könnten nur Achterbahnen bauen. Das ist doch total scheiße. Ich will doch keine Achterbahn bauen. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten oder am dümmsten oder am sonstigsten? Also wenn ich das weiterhin durchziehe, dass ich für jeden Park eine, also zwei Folgen raushaue. Wäre das echt interessant, ob ich das überhaupt durchziehen kann. Ja, schönster Park, ja. Da habe ich nicht viel mit zu tun. Das hat mein der Bauer dieser Map zu rechtfertigen, warum das hier ein so toller Park geworden ist. Alles klar. Danke, danke dafür. Ich mache eigentlich nichts. Wir müssen... Ah, eine Tilt. Die Tilt-Achterbahn ist die einzige Achterbahn, die, obwohl sie sehr groß ist, die man trotzdem noch Platz sparen bauen kann. Halt echt, das ist halt echt cool, Mann. Das riskiere ich mal. Ne, ich glaube, den Lupen packt er nicht. Doch, er packt ihn sogar. So. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt ist es doof.
Scheiße! Warum? Nein, danke, das will ich nicht. Warum? Das war so klar, dass das passiert. Das ist so entsetzlich. Das war so klar, dass mir das passieren wird. Ich würde eigentlich in die Richtung gehen. Ich will Hemmes drin da. 10. Ah, das schafft man. Alles klar. Nein, das will ich eigentlich so machen. Und dann muss ich noch eins raus. Nein! Das reicht mir ums Verrecken nicht. Ich brauche 150 Geld, um die beiden Stationen fertigstellen zu können. Jetzt halt. Danke, dass sie es doch noch gestatteten. Ne, warte. Das muss Tilecht sein. Zäune. Haben wir andere Wägen? Ne, warum nicht, oder? Also ich finde das so schon schön. Aber wenn das so ist, haben wir noch eine Fotostelle. So. Nun aber im Testbetrieb. Achterbahn werden sie bestimmt mögen. Die
designen wir das Ding noch ansprechend farblich. Kosten das Ding im Unterhalt einiges. So. Easy, Personal haben wir. Perfekt. Oh nein. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Das Gießen auszustellen, wenn man nämlich Blumen hat, sind die Reinigungskräfte nur mit Blumengießen beschäftigt. Was echt schade ist. Was? Wieso kann es regnen? Döner. So, Riesendonner für 50. Und mittlerer und großer Donner für 73. 3 Euro und 2,50. Döner 2,50 ist gut. Oh Mann. Ein Kaffee. Ja, ein Kaffee ist doch ganz nett. So, was haben wir mittlerweile für einen Verkehrswert? Easy, okay, perfekt. Oh, wir haben ja Darlehen, ob zu bezahlen. Ja gut, ich würde mal sagen, wir verwenden jetzt alle unsere Einnahmen nur noch dafür, um Darlehen abzubezahlen. Einfach nur, weil ich meine Parks gerne schuldenfrei verlasse. Das passt dann schon ganz gut. Denn der Verkehrswert wird auf jeden Fall aufrechterhalten. Das ist ganz gut. Ja, ja. Vielleicht. Noch ein Klo wäre ganz gut. Die Frage ist, wo setzen wir das Klo denn hin? Direkt an den Anfang. Also statistisch gesehen tümmelt sich ja so ziemlich alles. Hier vorne. Das können wir auch sagen, hier das Klo hin. Passt dann schon. Und den Geldautomaten. Ne, Geldautomaten haben wir nicht mehr. Wir haben nur eine Information. Haben wir gesehen. Es hat sogar geregnet. Deswegen kaufen wir, also bieten wir jetzt auch mal Schirme an. Ja, okay. Das ist ganz gut. Eine Rundbahn, hey. Theoretisch. Oh, die kostet etwas viel. Aber wir sind zwar pleite dafür, aber jetzt auch ein Tycoon. Das ist ganz gut. Yes, Alter. Das heißt, wir haben es eigentlich in 40 Minuten, ja. Mal heute ein paar kürzere Parts ist, denke ich, auch nicht so schlimm. Okay, das sieht etwas merkwürdig aus. Das kann man doch bestimmt in der Wand vertuschen, oder?
Ja, kann man. Sehr gut. So ist das toll. Alles klar, okay. Ja, guter Verkehr ist nochmal wieder gestiegen. Das ist alles eigentlich ganz okay. Man sieht auch, dass unsere Achterbahn im Monat, wo sie kaputt war. Wir können uns auch ohne die Achterbahn total gut finanzieren. Haben wir keine Probleme mit. Da halbieren sich unsere Einnahmen nicht oder so. Alles klar. Also der Park. Ah Mann, ich wollte noch eigentlich ohne Achterbahn bauen. Und die Tilt-Achterbahn ist halt einfach genial, weil die kannst du kompakt. Die kannst du auch noch kompakter bauen. Das ist halt wirklich gut. Aber immerhin. Oh, cool, ein Aussichtsturm. Den könnten wir auch noch bauen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz, ganz nett. Eingang. Alles klar. So geht das. So, Finanzen. Ich könnte eigentlich schon wieder aufhören, ne? Oh, jetzt sind wahrscheinlich im Minus. Ja, genau. Wir kommen ins Minus. Alles klar. Ist allerdings nicht schlimm. Ja, wir könnten eigentlich aufhören. Oder was wir natürlich auch machen könnten, ist, ich mach noch die 2, also dass wir dann 2 30 Minuten Parts kriegen. Könnten wir natürlich auch noch. Und ich schaue, dass ich hier den Park noch ein bisschen ausbaue. Aber naja, es ist ein schon sehr kleiner Park. Kann man nichts gegen sagen. Also ist da einer der wenigen Parks, bei dem es wirklich möglich ist, ohne die Wald- und Soak-Sachen auch relativ schnell das Ziel zu erreichen. Das ist wirklich ganz toll eigentlich. Ich habe doch schon Kaffeestand. Gibt es überhaupt noch andere Getränke? Ja, okay, gut, es gibt einen Getränkestand. Ich glaube, alles klar. So passt das auch. Ich finde halt diese Getränkestände total toll. Dass die halt so animiert sind und so. Jeder Wette, der hat noch keine Kunden. Gegen diesen blöden Bugs. So. Zumindest nachher vom Spiel nicht für irgendeinen. Okay. So. Trotzdem eine Tränke 2. Alles klar. Das können wir löschen, weil es funktioniert irgendwie nicht. Jetzt geht's. Getränke 1. Das war merkwürdig. Weil das ist eine richtige Geldmaschine im Moment. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass man in dem Park über 1000 Euro Bahneinnahmen hat. Ist auf jeden Fall geil. Kann schon nichts gegen sagen. So viele Bahneinnahmen haben definitiv was an sich. Ein Verkehr von 60.000 mit den paar Piss-Attraktionen. Das ist ja richtig toll. Krass.
Der denkt sich aber nur krass. Deine Arbeit ist abwechslungsreich. Ja, ich renne von irgendeinem Stand zu irgendeinem Stand und repariere. Das ist total abwechslungsreich, muss ich schon sagen. Okay, gut. Ich mach schnell die Darlehen zurück. Und dann beenden wir auch diesen Park. Habe ich, nee, ich glaube, ich habe bisher noch keinen Park mit Schulden hinterlassen. Ich finde das gut. Wieso haben Boote Sicherheitsbügel? The fuck? Okay. Ich verpiss mich von hier. Hier geht nur alles kaputt. So, das war's auf jeden Fall für diese Folge Rollercoaster Tycoon 3. Nächstes Mal geht's weiter mit Broomlay. Bis dann und ciao!